So Leute, so ich wieder mit meinen hier, ihr seht schon, Dildo hat dich lieb T-Shirt, ja. Aber mal dazu, ja. Frauen kaufen sich ja häufig Sexspielzeug. Bei Frauen ist das bekannt, dass sie Sexspielzeug benutzen, ja. Ich selbst habe sehr viele Leute kennengelernt, auch männliche Leute, ja. Und ich habe noch nie gehört, dass sich irgendwie einer eine Silikonvagina geholt hat oder so, ja. Habe ich bis jetzt noch nicht festgestellt. Ich habe schon mal mitgekriegt, dass jemand eine Gummipuppe zum Geburtstag geschenkt gekriegt hat. Ja, das weiß ich wohl. Eine Gummipuppe zum Geburtstag, was sie benutzt hat oder nicht, das weiß ich nicht. Also ich würde sowas nicht benutzen. Und ich würde auch keine Silikonvagina benutzen oder sonst irgendwie so ein Kram. Sexspielzeug für einen Mann würde ich absolut vermeiden. Aber ich sage euch mal was, ja. Manchmal kriegt man so einen Spruch, ja, das ging ja in die Hose, das ging ja in die Socken, ja, alles klar, okay. Pass auf, Leute, jetzt mal an die Männer, ja. So, Frauen kaufen sich Sexspielzeug, ja. Denn der Dildo hat die Frauen lieb, wenn sie Single sind, ja. Dann haben sie gerade keinen Schwanz und dann benutzen sie lieber den Dildo, ja. Oder nehmen den Dildo als Ersatzschwanz, ja, damit sie sich befriedigen können. Okay, Männer befriedigen sich ja auch selbst. Und dazu möchte ich jetzt mal was sagen, ja. Wie ist das eigentlich? Beim Mann, wenn er abspritzt, kommt Sperma raus, ja. Und damit, mit dem Sperma muss man irgendwo hin. Und wenn man mal so einen Spruch hört irgendwo, ne, in eine Socken oder so, dann braucht ihr euch gar nicht zu schämen. Denn ich sag euch mal was, früher, wenn ich mir mal ein Porno angeguckt habe, ja, wo ich mal keine Freundin hatte oder so, und dann war das manchmal so, dass ich einfach manchmal ein Handtuch genommen habe, was ich schon ein paar Mal gebraucht habe oder ein paar Mal benutzt habe, was sowieso in die Wäsche musste, oder einfach ein Zeh war als Unterlage oder so. Und dann, wo es das Problem ist, an der Sache, ja, ist das Problem. Wenn man sowas als Unterlage nimmt, ne, so ein Handtuch oder so ein Zewa, und man spritzt gerade ab und man guckt sich den Porno an, dann muss man sich irgendwie verrenken, um da richtig zu treffen, dass kein Tropfen daneben geht und so, sonst hast du was auf der Couch oder was weiß ich wo, auf dem Laptop oder sonst irgendwie so ein Scheiß, ja. Gut, so, in der Vergangenheit habe ich mal ein Video gepostet, da hatte ich jede Menge Kondome gezeigt. Ja, ich habe Kondome, ist klar, und jetzt passt mal auf, jetzt passt mal auf. Man kann sich, wenn man sich ein Porno anzieht, reinzieht, ja, ersparen, dass man sich irgendwie beim Abgang verrenken muss, um richtig das Handtuch oder das Sewa zu treffen, ja, indem man einen Socken nimmt, ja. Ist klar. Im besten Fall ist der Socken vielleicht sogar sauber, weil das ist unangenehm für, vielleicht wenn du mal eine Partnerin hast und sagst, ich habe immer einen dreckigen mit Socken benutzt, das ist bestimmt nicht ab, das ist abtören für die Frau, ja. Aber tatsächlich, da ich ja ein Pack Kondome gekauft habe, 50 Stück, ja, ich habe tatsächlich schon mal so drei oder vier zum Wichsen benutzt. Ist auch wirklich, ist wirklich besser, weil absolut, weil wenn man, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr guckt euch jetzt ein Porno an, ja, und dann spritzt ihr ab. Ihr müsst euch irgendwie verrenken. Um alles zu treffen, da müsst ihr aufpassen, dass nicht ein Schuss daneben geht oder so, dann müsst ihr das wieder aufwischen. Und ich habe einfach mal gedacht, jetzt habe ich sowieso 50 Kondome hier und ob ich sie brauche oder nicht, ist ja scheißegal. Aber es ist ja auch egal, ob ich sie brauche oder nicht. Und wenn ich nie wieder muss, dann werde ich sie alle zum Wichsen benutzen irgendwann, ne? Ist ja auch kein Problem. Aber passt mal auf, das Vorteil daran ist, wenn man Socken oder ein Kondom benutzt, ja, wo man reinwichsen kann, dass man einfach während des Pornos ganz locker abwichsen kann, bis man kommt und man muss keine Sorgen haben, wo es gerade hinspritzen könnte oder sonst irgendwas. Es hat eigentlich Vorteile. Und man kann das Wichsen auch besser genießen, als wenn man sich irgendwie verrenkt und sich noch darauf konzentrieren muss, wegen des Abgangs, wo ich gerade hinwichse. Ne? Deswegen kann man sich eigentlich auch Kondome zum Wichsen kaufen, ja? Ne? Hört sich komisch an, ist aber so. Also nur mal so als Tipp für die Männer, ja, die sich draußen befriedigen müssen und so das selbst befriedigen, ja. Es geht tatsächlich auch ein Kondom oder ein Socken, ja, aber Socken im besten Fall sauber, weil ist abtörend für die Frau. Falls du mal eine Freundin hast, kannst du natürlich nicht sagen, ich benutze immer einen angezogenen Socken, um da reinzuwichsen oder so. Blablabla. Ist abtörend, ja. Schließlich möchtest du, dass die Frau deinen Teil auch mal im Mund nimmt, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall. Für die ganzen Wichser da draußen, die vernünftig wichsen wollen bei einem Porno und eine vernünftige Wichsvorlage haben wollen, ja, in dem Moment, wo man den Porno schaut, ja, ist ja ein Porno, ist ja eine vernünftige Wichsvorlage eigentlich in dem Sinne.
Und damit man ganz locker wegwichsen kann, wenn der Abgang kommt, ohne sich darauf zu konzentrieren, wo du reinspritzen musst, ist ein Kondom ideal. Erstmal kannst du dich besser auf deinen Abgang konzentrieren, du kannst dich besser anstrengen, der Abgang kommt besser, weil du bist ja gestört in dem Moment, wo du irgendwo treffen musst und gucken musst, wo geht jetzt der Saft hin und da kriegst du deinen Abgang und der ist gar nicht so toll. Wenn du gerade weg abwichsen kannst, ohne dass irgendwas daneben geht, ohne dass du dir Sorgen machen musst, dann ist es doch am besten. Also passt doch ein Kondom auch zum Wichsen, Leute. Nur mal so als Tipp und als Ratschlag, ja? Wie gesagt, Mädels, Dildo hat euch lieb, ja, ich hab euch auch lieb. Also vergesst nicht, Männer, Kondome gehen zum Wichsen.